Grüß dich, Kollege. Du stehst hier mit deinem Railjet in Wörgl. Du wirst ihn ohne Halt bis Brennero bringen. Rüste deine Doppelgarnitur auf. Los geht es in 3 Minuten. VMAX auf der Strecke 220 Kilometer pro Stunde. Ich wünsche dir trotz des Wetters eine gute Fahrt. Und damit willkommen zurück, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Fahrt im Zwangsbremsungssimulator 2022. Und ja, das Wetter spielt heute gar nicht mit. Wir haben, glaube ich, noch heute, also 1, 2, 3 Tage, dann ist Silvester. 29. 30. Ja, doch 3 Tage, genau. Also 3 1/4. Jetzt haben wir noch ein bisschen hier vom 28., wenn die Folge rauskommt, also die Fahrt hier. Ich würde mal sagen, wir rüsten unseren Zugverband auf. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen verlernt, wie es ging. Ach nee, doch nicht, alles gut funktioniert. So, Batterie ein. Oh, schön, die Geräusche. Ja, das klingt schon echt nice. So, genau. Ich muss euch gleich unbedingt was richtig Nices zeigen. Wartet mal, hier glaube ich, Federspeicherbremse lösen können wir erstmal machen und die Türen auf der rechten Seite können wir freigeben. Ist überhaupt rechts? Ja, ich dachte gerade schon, okay. Rechts war richtig. Dann einmal Spitzlicht. Ah ne, ist glaube ich schon sowieso gleich aktiv, wenn wir jetzt den Fahrtrichtungswender auf Vorwärts setzen. Einmal Stromabnehmer heben. Und wir sind ja hier, glaube ich, im Netz der ÖBB. Ja. Und kann der Hauptschalter rein? Ja. Gut. Hauptschalter ist drin. AFB. Zack. Das sieht gut aus. Und jetzt gucken wir mal raus, ob unser Spitzlicht an ist. Nee. Achso, wartet mal. Hier hinten. Da, danach, ja, ich glaube hier, oder? Nee, LZB, nein. Wo ist denn hier mein Lichtmodi-Wähler? Ist der hier integriert? Ich glaube, der ist integriert, ne? Ach, ja Mensch. So, jetzt aber, super. Jetzt hat es funktioniert, sehr schön. So, Railjet RWA, erste Klasse. Und schaut euch das mal an, unsere Garnitur ist heute mal so ein Railjet hier. Also, was heißt so ein Railjet? Es ist, ja, wie sagt man, 2 zusammengekoppelte Railjets, also 2 Railjets als einer. Und das habe ich tatsächlich die Ehre noch nicht gehabt, mit euch zusammen Train Simulator so eine Garnitur zu bewegen. Und ja, heute machen wir das eben. Das heißt, wir haben 2 Taurus drin und einen Steuerwagen, der hier an der anderen Taurus hängt. Wo ist der Kollege? Ach hier. Oh, hat er die Türen offen und rollt? Was machst du denn? Okay, das sieht nicht gesund aus, aber ich hoffe mal einfach, dass wir keinen Crash haben werden. Und ja, ich hoffe, dass es euch und euren Liebsten immer soweit gesundheitlich ganz gut geht. Ich wollte unbedingt mal so ein Railjet fahren, wo wir 2 Railjets in einem gekoppelt haben. Das sieht so nice aus, wirklich. Also das, wenn man das sieht, das ist echt cool. Und da kommt uns gerade eine ÖBB S-Bahn entgegen, 4020. So, dann würde ich mal sagen, Türen schließen. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Nein. So, zack. Türen zu. Und Bremsen released. Aber Moment, er sagt noch abgesperrt hier. Führerbremsventil ist noch abgesperrt. Wartet mal, dann müssen wir mal kurz schauen. Ah, jetzt. Okay. Na, geht's los? Wir bewegen uns. Sehr schön. Boah, Alter, guck mal, wie der die Leistung da hochballern muss. Schön, schön, schön. Und ihr wisst ja, wir sind vor einiger Zeit schon mal mit einem Railjet gefahren. Und zwar, ich kann euch auch sagen, wann. Mal kurz reingucken. Das müsste, also eine Railjet-Fahrt, die so ein bisschen nach hinten losging. Und zwar am 13. Da hatten wir ein kleines Malheur mit einem Railjet. Das war der Railjet, glaube ich, 4020, ne? Ne, ja genau, 4020. Und deswegen sind wir heute hier mit diesem Railjet unterwegs. Und werden den hoffentlich bis nach oben rauf auf den Brenner bringen können. Ja.
Oh, jetzt sehe ich gerade, hatten wir gerade für einen kurzen Moment keine Leistung. Wo war denn jetzt der Strom hin für einen Moment? Aber egal. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, war, ursprünglich sollte dann die vollständige Fahrt des Rail Dead 4020 heute online kommen hier, aber ihr wisst ja, wie gesagt, was passiert ist. Und deswegen fahren wir hier jetzt entspannt heute den mal hoch. Wobei ich auch sagen muss, das Szenario wollte ich sowieso fahren, weil man hier mal so richtig schön 230 ausfahren kann, habe ich gesehen. Und ich glaube, man kommt auch in der LZB. Und dann sind wir mal auch auf der gesamten Brennerbahn gefahren, beziehungsweise auf der Unterinntalbahn, glaube ich, die dann irgendwann zur Brennerbahn wird. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig gesagt. Also, das ist dieser Anstieg eben, also dieser, das Bergauf. Warte mal, muss ich das bestätigen? Nee, okay. Wegen des Zusatzsignals, da hat was gelb geleuchtet, deswegen, also mit den österreichischen Signalen bin ich ehrlich, kenne ich mich nicht aus. Ich weiß nur, dass bei den Vorsignalen hier diese Dinger irgendwie, das hat gerade Halt gezeigt, also Halt erwarten, glaube ich. Und ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, war, was wollte ich gerade sagen? Genau, also jetzt sind wir, glaube ich, gerade auf der Unterinntalbahn und dann, wenn es dann bergauf geht, sind wir auf dem Brennerpass eben, also wenn man da den Anstieg hochfahren muss. So, dann setzen wir mal unsere Z-Max voll rein und machen uns auf den Weg auf die 230, dass wir die dann auch endlich ausfahren können. Jetzt muss ich mir nochmal kurz was notieren. Wartet mal. Zack. Railjet. Signal. Oh, was denn hier? 100? War eine 100 angekündigt? Ach du Himmel. Ich habe die 100 ehrlich gesagt gar nicht gesehen gerade. Ja, jetzt runter nochmal bremsen und dann wieder hochbringen, auch nichts. So. Okay, also dann hoch auf die 160. Los geht's. Gut, da vorne kommen 140, das sehen wir. Klar. Es wäre natürlich auch mega nice, wenn wir hier mit ETCS lang ballern könnten, aber das geht leider nicht. Ich glaube, hier sind jetzt die 100, 100 angekündigt. Okay. Ich bestätige es mal vorsichtshalber. Ich weiß nämlich nicht, ob wir irgendwie eine Zwangse kriegen oder sowas. Ich habe nämlich das Gefühl, hier kommt auch gleich ein GPA. Okay, in die entgegengesetzte Fahrtrichtung liegt einer. Und da ist er, ne? Genau, schaut mal. Ist ja auch komisch. Eigentlich 140 und jetzt zeigt er hier aber 100 an. Also ich glaube, wir wechseln das Gleis. Oh, was kommt uns denn da entgegen? Mit 10, 14, nice. Gut, dann dürfen wir jetzt nochmal hoch auf die 140. Ich frage mich eigentlich, ist es denn echt wirklich so, dass der Railjet-Steuerwagen hier ein Rollo hat, was quasi ein Ganzes darstellt, oder ist es denn echt so, dass man beide unterschiedlich voneinander bedienen kann? Weil wenn es wirklich zusammen so ist, dann ist es ja mal, also ich finde persönlich, das ist echt dumm. Kann man das nicht hier so links cool runter machen, wobei aber auch die Funktion einfach dann ein bisschen beeinträchtigt wird. Zum Beispiel, wenn die Sonne von ganz links ballert, dann kann man nur links runter machen. Und dann hat man so ein bisschen mehr Schutz, glaube ich sogar. Dann muss man eben, oder wird man nicht so beeinträchtigt hier in seinem eigentlichen Sichtfenster. Ah, da vorne geht's hoch auf die 220. Nice.
Boah, schaut euch mal da die Bergregion an. Da gehen bestimmt gerne Leute wandern oben. Oh, eine Sieggleise hier, nice. Dann machen wir mal ein bisschen Fernlicht an. Zwanzig ab hier und boom, da sind wir in der LZB. Also wir denken uns jetzt mal, das war in der ETCS werden beziehungsweise in der ETCS Überwachung, aber es wurde eben hier mit LZB gelöst, weil wir ja keinen ETCS im Train Simulator haben, leider. Jetzt machen wir noch mal eine kurze Ansage. Verehrte Fahrgäste, willkommen an Bord des Railjet nach Brenner. Wir erreichen Brenner heute voraussichtlich gegen 11.06 Uhr. Ich wünsche Ihnen nun eine angenehme Reise. Für weitere Fragen steht Ihnen unser gesamtes Zugpersonal jederzeit zur Verfügung. Des Weiteren möchte ich Sie auch darauf hinweisen, dass wir ein paar Angebote heute in unserem Bordbistro haben. Und ja, schauen Sie doch gerne dort nochmal vorbei, falls es Ihnen nach etwas zu trinken oder essen gelüstet. Des Weiteren möchte ich Sie darauf hinweisen, dass wir heute an Bord unseres Zuges auch eine Pflicht zum Tragen von einer medizinischen Maske haben. Bitte halten Sie sich daran, da Sie Ihnen und den Fahrgästen damit sehr viel Stress ersparen. Ich wünsche Ihnen nun eine angenehme Reise. Passen Sie bitte auch auf Ihr Gepäck auf. Ladies and Gentlemen, welcome on board the Railjet to Brenner. Our next stop is Brenner at 11.06 estimated time of arrival. I would like to inform you about our gastronomic services. Today we have some special food and drink offers, so yeah, come and visit us into our Bordbistro coach for some delicious food and drinks. If you have any further questions, please yeah, ask the whole train team, we are always available for you. In addition to that, I would like to inform you about the mask mandatory. So please wear medical mask and please wear them all the time. Yeah, and if you have any questions also about the mask mandatory, don't mind and ask us. In addition to that, I would like to inform you about your personal stuff. Please take care of it. And yeah, now a pleasant journey. I will inform you about our next stop Brenner when we are reaching it. So have a nice journey. Wir sind ja immer noch im Tunnel. Schon seit 8 Kilometern. Ja, da vorne ist endlich die Ausfahrt. Kann aber auch sein, dass einfach nur da die Welt noch nicht nachgeladen wurde. Ich glaube, so sieht's aus. Ja, genau. Ja, ansonsten wollte ich noch sagen, falls ich das noch nicht gesagt haben sollte, dass ich natürlich hoffe, dass es euch und euren Liebsten immer soweit gesundheitlich ganz gut geht. Auch 4 Tage nach Weihnachten, dass ihr alle gut drauf seid und einfach eine schöne Zeit habt, genau. Bleibt schön gesund, Freunde, kann ich nur immer wieder sagen und passt auch auf eure Kerzen auf. Vergesst das nicht, ist ganz wichtig. Nicht allein lassen. Kann sehr, sehr, sehr schief gehen. Dieser Tunnel hat auch gefühlt gar keine Notausgänge, ne? Junge, wenn es hier mal irgendwie, also ich hoffe bloß, dass es nicht natürlich Notausgänge gibt. Die gibt es bestimmt, aber hier sind sie halt im Train Simulator einfach vergessen worden anscheinend. Der war jetzt, glaube ich, irgendwie 12 Kilometer lang, war? Wenn mich nicht alles täuscht. Also der war wirklich lang jetzt, dieser Tunnel. Nicht schlecht.
So, dann sollten wir doch jetzt eigentlich mal da irgendwie ein bisschen Licht am Horizont sehen. Da ist es. Schön. Kurz mal nach vorne. Alter. Geht's wieder in den Tunnel rein? Ah, okay. Haben wir gerade umsonst den Scheibenwischer angemacht. Das ist ja auch nur ein Tunnel unterwegs sind heute, ne? Ich glaub's kaum. Ach ja, hätte ich ja nicht gedacht, dass wir das einmal im Train Simulator haben, wenn hier so ein schöner Highspeed-Ride in Österreich. Weil ich ehrlich bin, kann man ja auch sagen, dass ich habe das zwar nur ein paar Mal gesehen, dass Österreich auch so coole SFS hat. Der ICES, den hatten sie sich ja mal ausgeliehen oder mehrmals, um, was war das da nochmal, Wien, St. Pölten, glaube ich, die SFS zu prüfen. Jetzt sind wir mal endlich selber auf einer unterwegs. Und haben schon 20 Kilometer runter, aber werden erst in ungefähr 40 Minuten ankommen. Also das heißt dann, ja, da glaube ich, fliegen wir dann raus aus der SFS in 8 Kilometern, ne? Wenn ihr das schon so anmeldet hier. Grüß dich, Kollege. Was war denn da für eine Lok hinten dran? Das sah mir aber nicht wie eine 101 aus, oder? War das eine 101? Das sah mir fast so aus wie eine 146 oder sowas. Das war ein aufgemotzter Steuerwagen, war das. Der hatte auch schon ETCS. Aber unser Steuerwagen hier, der ÖBB, hat es natürlich nicht. Aber in echt natürlich schon, aber hier im Train Simulator hat er das nicht. Man sieht aber auch einfach gar nichts, ne? Obwohl man hier so richtig schön Fernlicht an hat. Der Tunnel hat auch irgendwie gar keine Beleuchtung. Der Wahnsinn. Oh, noch ein Zug oder ist das nur ein Vorsignal? Ah, ne, ist nur ein Vorsignal, okay. Also ich muss schon sagen, die LZB bremst ja echt schlecht. Ja. Haben wir jetzt gerade eine Zwangsse gekriegt? Nee, ne? Aber ich dachte gerade schon.
So, raus aus der LZB. Also Bremsen, absolut beschissen war das, sorry, mit der AfB. Weil weiß ich nicht, was der RW Austria wieder mit dem Script gemacht hat, ob das irgendein Update war oder sowas. Naja, egal. Dann gehen wir mal hoch auf unsere 160. Und machen hier mal den Scheinwischer wieder an. Okay, also 30 Kilometer ungefähr hatten wir als SFS-Action. Sehr nice. Und ja, jetzt geht's wieder schön mit der PZB weiter. Wobei, wenn wir jetzt natürlich EDCS hätten, würde es jetzt hier EDCS weitergehen. Ich glaube, wir sind noch nicht auf dem Pass nach oben, ne? Sonst würden hier keine Geschwindigkeiten von 160 Kilometern pro Stunde erlaubt sein. Und dann hätten wir auch nochmal den Güterbahnhof irgendwo gesehen. So, jetzt sind wir wieder in einem Tunnel. Geht wohl auch leicht bergauf. Aber das ist natürlich kein Problem für unsere zwei geilen Schublokomotiven da hinten. Das machen die easy. So, da vorne geht's raus. Sehr gut. Beziehungsweise doch nicht. Ich glaube, das ist einfach nur wieder, dass die Welt da vorne nicht geladen wurde, oder? Nee. Ich glaube mir, das sieht nach einem Nachlader aus wieder, ja. Das ist, als ob man hier so viele Dings hat, so viele Tunnels, glaube ich ja kaum. Oh ja, anscheinend doch. Bei so viel bergiger Landschaft. Warum ist denn das jetzt hier nass drin? Hallo? Es ist einfach hier reinregnet, ich glaub's kaum. Vorsignal zeigt Fahrt, sehr gut. So. Ah, endlich mal Tunnelbeleuchtung, wenigstens ein bisschen. Für den weichen Bereich hier. Was sind denn das hier eigentlich links für komische Streifen? Sind das irgendwie Kabelschächte? Nee. Oh, Schutzstrecke. Licht. Hallo, Licht.
Hauptschalter raus. Hier könnte er jetzt wieder rein, aber wir müssen erstmal warten, bis wir durch sind. So, ja. Da, wir sind so lang. Achso, Längenmesser. Ganz vergessen, dass der hier den hat. Und Licht wieder aus. Okay, da vorne kommt auch schon die 80, ne? Können wir gleich schon mal runtergehen. Ja, ich sehe schon, unsere Räder sind noch ziemlich nass. Nee, okay. Der wackelt mir hier irgendwie ganz schön krass an manchen Stellen, also da wurden wohl die Schienen nicht sauber verlegt oder so. Frage ich mich nur, wo das denn hier hochging? Vom Güterbahnhof. Oh, haben wir eine 20 gekriegt? Nee, alles gut. Dachte gerade schon. 70. Ich glaube hier, ne? Warte mal. Oh, da war ein Zug, der musste warten. Von hier? Hoppla. Ach, wo sind wir denn jetzt? Hier? Kamen wir von da? Ach schade, wo war es denn hier der Dings gewesen? Der Aufgang quasi von dem Dingsbahnhof, von dem Rangierbahnhof. Können wir auch mal wieder das Fernlicht ausmachen. Es muss bestimmt auch richtig nice sein, hier zu spotten, ne? Können wir auch mal machen. Uns in irgendeine coole Kurve stellen. Oh, hier. Ups. So, kleines Foto schießen. Okay, ist keine so gute Position. Jetzt besser. Probieren wir mal. Das ist so nice. Also wirklich auch wieder eine sehr geile Garnitur hier. Wie damals vor 2 Wochen mit dem TTB Dosto Steuerwagen auf Dresden-Riesa. Und die beiden Loks, wie die hier sich hochkämpfen, das ist einfach nice. Und die AFB immer schön am Gegen- und nee, Gegenbremsen und Hochbeschleunigen, so.
Oh, hier ist auch immer schön Güter-Action auf der Strecke. Habe ich euch einmal, glaube ich, auch erzählt. Irgendwie vor 3 Jahren gab es hier mal leider einen Unfall. Da sind irgendwie ganz viele Container umgefallen und einen Hang runter. Das ist ein Güterzug entgleist bei viel Schnee. Es war bestimmt auch richtig toll, die Bergung. Aber hier geht es immer ordentlich ab. Dieser Pass wirklich eine sehr wichtige Ader. Glaubt man immer nicht so, ne? Ja, wer kommt uns denn da entgegen? Grüß dich, Kollege. Einfach ein ICT. Bin mal gerade ein bisschen ruhiger. Genieße hier schön den Anstieg. Da vorne kommen die 75 in 300 Metern. Ups. Da. Da sind wir. So, na dann einmal noch mal hoch auf die 80. Ich wollte mal kurz gucken, was unser Schlussschublock macht hier. Muss bestimmt auch so von oben aus der Ferne ziemlich interessant aussehen, wie sich da so ein Zug hochschlängelt.
So. Noch 20 Kilometer. Und das Wetter macht nicht den Anschein, dass es nochmal besser wird heute. Ich glaube, jetzt sind wir ein 14-Teiliger, war? Plus 2 mal 10, 16, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, wir sind 14-teilig. Haben jetzt gerade ein Zuggewicht von 962 Tonnen und eine Länge von 410 Metern. Krass. Ich glaube ja, jetzt gibt es seit dem Fahrplanwechsel auch eine Railjet-Garnitur, die. Oder auch schon davor gab es eine Railjet-Garnitur, die in Berlin hält, kann es sein? Railjet Berlin. Planmäßig. Mal gucken, was ich dazu finde. Verbindet Berlin mit Prag, Wien und Graz. Die Deutsche Bahn DB ist planmäßig mit der Modernisierung der IC-Strecke Berlin-Hamburg fertig. Zum Fahrplanwechsel am Sonntag. Findet ab 16. Juli 2020 Berlin und Dresden mit Prag, Wien und Graz. Die neue tägliche Railjet-Verbindung in Kooperation mit der tschechischen Bahn CD und den österreichischen Bundesbahn ÖBB fährt auf der Route des legendären Vindobona Express und bietet ICE-Komfort an Bord. Erwartet die Fahrgäste ein gastronomisches Angebot, einen Bereich für Familien, Laptop-Steckdosen und kostenloses WLAN. Auch die Fahrradmitnahme ist nach Reservierung möglich. Cool. Nice. Oh, hier wird es anscheinend mal einen kurzen Moment geben, wo wir auf die 100 können, weil es, glaube ich, jetzt mal ein bisschen gerade ist, ne? Moment mal, haben wir noch das Fernlicht angehabt? Ja, das ist schnell wieder ausgemacht. Es ist so dunkel schon wegen des Wetters, deswegen habe ich das die ganze Zeit gar nicht gemerkt, dass das an war. Also, eigentlich hätte ich es ja merken müssen, aber es kam mir so vor, als ob das. Also, ich habe das irgendwie nicht als gerade nicht wirklich gut angesehen. Der sich auch in die Kurve legt, nice. Boah, das klang halt irgendwie so wie Zwangsbremsung oder sowas, aber war es zum Glück nicht. Oh, da vorne müssen wir leider nochmal runter auf die 80.
Oh, der Kollege muss hier Fahrgäste aufnehmen, ne? Grüß dich. Der schöne CityJet Mainline, beziehungsweise die Zero Mainline. 80 angekündigt, die muss man ja hier nicht bestätigen. So, wenn es hier so auf schräg steht, das Vorsignal, dann heißt es, dass Fahrt noch, also wir können Fahrt erwarten. Genau, sehen wir ja auch, also passt das sehr gut. Eine Sache muss ich mal kurz gucken. Bei dir, bist du hier gewesen? Ja. So. Gehen wir nochmal rein in die Bücher. ORF, wie wir. Oh, wir warten mal, wir müssen kurz spotten. Das ist auch so nice, bestimmt als Trainspotter hier eine Kamera aufzustellen, da kommt das ein oder andere entgegen. Vor allem ein Railjet, den sieht man ja bestimmt gar nicht eigentlich auf dieser Strecke. Und sowieso, was ich gerade sagen wollte, war eigentlich, hatte ich den auch quasi uns als Trainspotter gegrüßt, indem ich Shift und H gedrückt habe, schaut mal. Sieht man auch richtig, also vor dem Zug, wie das Licht ausgeht, wenn ihr mal kurz guckt, da seht ihr die, quasi das Licht, das geht richtig aus. Aber wenn man das drückt, vorne, die Scheinwerfer bleiben leider an. Oh. Was war denn jetzt hier die Zwangse? War das eine, das war eine PZB-Zwangse? Mann. Was für eine Scheiße, ey, wirklich. Woher denn? Na, egal. Ja, müssen wir mal schnell gegenpowern mit der Leistung, sonst rollen wir rückwärts runter. Na komm schon. Gib alles. Will er jetzt nicht? Uiuiui. Uiuiui. Ui. Ja, 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 komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Alter. Alter, wir rollen einfach rückwärts. Ich glaub's kaum. Aber der schafft es hoch, zum Glück. Der schafft es, glaub mir. Mit Sanden werden wir es hinkriegen. Ich sande gerade. Komm schon. Du tunst es doch nicht an. Ja, ich weiß es doch. Komm. Ja, 0. Gleich hat er uns auf, hat er sich auf 0. Dann wird er sich dann hochkämpfen. Scheiße. Okay, okay, okay. Wir haben 0 km/h. Jetzt aber. Ey, warum, woher kam denn jetzt diese beschissene Zwangs? Also, entschuldigt Leute, wenn ich so rumfluche, aber was war denn das jetzt? War das jetzt wirklich die SIFA? Mann, ey. Ey, wir haben es bis 12 Kilometer Verbrenner geschafft. Eigentlich will ich die Fahrt nicht beenden. Wir werden es hinkriegen. Wir werden es hinkriegen. So mehr oder weniger. Ja, das Blöde ist eben, wir können natürlich jetzt auch nicht großartig irgendwie was anderes machen. Eigentlich müssten wir die Fahrdienstleitung gleich kontaktieren und sagen, ja Leute,
Hat leider nicht so ganz geklappt. Also als ob die beiden Loks das jetzt hier wirklich nicht mehr hochschaffen. Ja gut, 962 Tonnen, aber komm schon, wir haben hier zwei wahnsinnig starke Taurus oder Tauri. Und hinzu kommt auch noch, dass wir hier eigentlich, also die können das eigentlich. Mit ein bisschen rumgerutschen müssten die das eigentlich hinkriegen. Aber im Train Simulator ist leider die Fahrphysik dahingehend, glaube ich, nicht ausgelegt. Alter, wie der sich hier den. Der hat nicht mal 1 km/h jetzt geschafft. Ah ja, Freunde, also ich glaube. Eigentlich wird es nichts mehr. Ich kann nichts machen, also. Ich kann nur noch die A-Taste durch meinen Schreibtisch durchdrücken, aber. Das hat dann uns eigentlich auch nicht mehr geholfen. Na gut, schade. Dass uns jetzt diese blöde Zwangse das kaputt gemacht hat. Dann würde ich an der Stelle einfach sagen, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Mitfahren heute. Ja, bleibt schon gesund. Und dann sehen wir uns morgen bei der nächsten Fahrt wieder. Und ich habe mich wirklich so gefreut, bis Brenner noch. Ach, scheiß drauf. Mund abwischen und weiter. Auch wenn ich jetzt traurig bin. Hätte ich jetzt gern noch bis nach oben geschafft. Also wirklich, dass die auch den Anstieg jetzt hier nicht hochschaffen, Mann. Das ist doch ein Witz. Ich sehe Videos, wo die zwei Taurus-Lokomotiven einen fetten Güterzug nach oben bewegen können, aber jetzt hier im Train Simulator, als ob das einfach nicht geht. Naja, gut. Alles klar, Freunde. Dann würde ich an der Stelle sagen, sehen wir uns bei der nächsten Fahrt wieder. Und ja, bleibt schön gesund. Bis zum nächsten Mal. Passt auf eure Kerzen auf und ciao.